Ja, wieder ein Pop-up von Fraps. Ein Pop-up von Fraps, weil es sagt, ja, das Spiel ruckelt mir jetzt zu viel. Aber das hilft nicht. Es ist nicht hilfreich. Scheißdreck hier. Fraps hat einfach gesagt, ja, ich mache jetzt mal eine neue Episode, weil es mir zu viel ruckelt. Und dabei ruckelt es total und ich fall runter und dieses scheiß Wasserquelle nervt. Ich hätte es fast gehabt. Dann wäre das Wasser weg, dann hätte ich 30 Meter pro Sekunde. Schon wieder ein Pop-up. Fraps, nerv mich nicht. Ich kämpfe gegen ein Stückchen Wasser und Fraps und das ist der stärkste Gegner, den ich bisher hatte. Und der hat noch die Möglichkeit, mich zu töten. Einfach durch Ertränken oder die Möglichkeit, die Aufnahme zu töten, was noch schlimmer ist als Ertränken. Ah, jetzt ist alles stockdunkel. Mach hier ganz viele Fackeln. Los, Fackeln, 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 damit die nicht alle weggewaschen werden können. Bei meinem Glück buddel ich mich jetzt unter die Wasserquelle durch und mache es noch schlimmer. Ja! Noch mehr Fehlermeldungen. Ich mag Fraps gar nicht mehr, wenn es sich so dämlich anstellt. Absolut nicht. Och, wo bin ich denn hier gelandet? Ah, hier oben. Okay, oberhalb der Wasserquelle ist besser als in der Wasserquelle. Was zum Henker? Ich schließe das Ding noch. Ich mache das Ding platt und dann ist gut. Und dann lache ich über die Performance-Verluste, die ich bisher hatte. Ja, ich weiß, diese große Hallen. Es ist alles voller Wasser und es ruckelt ohne Ende. Ja, schon wieder eine Sanduhr. Schon wieder flackern. Und wahrscheinlich hat Fraps schon wieder eine neue Episode gestartet, ohne dass ich es wollte. Fraps kommt nicht mehr nach. Und das alles wegen einer Wasserquelle in Minecraft. Einer einzigen Wasserquelle. Ich bin reingefallen. Leck mich. Ich habe mich nach unten gebuddelt. Nein. Ich will auch jetzt nicht... Mach da was. Mach es zu. Yeah, ich habe sie besiegt. Die Wasserquelle ist tot. Ich bin siegreich über die Wasserquelle. So. Wahnsinn. Ich werde die Chance mal ergreifen und abspeichern und alles neu starten, inklusive Fraps. Und hoffe, dass das dann flüssig läuft. Mit 30 Bildern pro Sekunde. Mit weniger bin ich mich jetzt nicht mehr zufrieden. Wasser stirbt.